Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, wir kämpfen natürlich mal wieder einen schönen Fight, der Dü und ich, und mal schauen, wer gewinnen wird. Flop. Zumindest diese Bogenschützen und diese Einheiten werden es nicht mehr. Das ist gut so, ich müde mich wieder. So, ja. Okay. Silberdornpfeile können wir jetzt auch benutzen, das ist sehr gut. Das ist das, was ich brauche, das ist das, was ich will. Und das ist das, was wir ausbauen. Wie sieht's denn hier aus, hier oben? Wir haben jetzt geschmiedete Gebäude für das Reich. Ich werde mal hier einfach nur durchgehen hier und das Ding erobern. Wir müssen Mittelerde beschützen. So, okay. Wir werden nur das Gebäude erobern. Und ja, wie gesagt, die Trolle lasse ich mal da, wo sie sind. Weil die Trolle, die tun mir ja nichts da oben, ne? So, und solange die mir nichts tun da oben, tue ich denen einfach mal nichts. So, die geht jetzt eher auf Bogenschützen ein bisschen mehr. Das ist okay. Aha. So. Das Gebäude gehört ab jetzt uns. Geh mal hier runter. Zurück in die Dunkelheit. Also damit habe ich auch hier schon mal den Vorteil. Ja, das Teil ist auch fast weg. Das ist okay. Hier unten mal ein bisschen aufbauen, damit ich weiß, wo was ist und wo nicht. Den einen Höhlentroll, okay, das können wir platt machen. Dann haben wir ein bisschen Geld. Wir haben die Kaserne. Geld schadet nie. Baumbart haben wir dich eigentlich schon. Wir haben Baumbart. Na, das ist ja toll. Baumbart, geh mal mit runter. In die 1. So, komm. Das heißt, nee, eigentlich, Baumbart geht in die 3. 3 runter. Ihr seid in die 1. Das Teil noch weghauen, bitte. Bäume, ja. Ein willkommener Anblick. Kann ich den hier ein bisschen leveln? Schadet auch nicht. Ja. Bäume. Ich werde euch Tanduril mag Bäume. Ist doch Tanduril, ne? Ja, doch. Werft sie nieder. So, ordentlich coole. Kassiert. Hier mal hoch, dann kann er den da oben noch weghauen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Das, das, das. Das, das, das. Das, das, das. Ihr seid schon so weit. Okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, ziehen wir mal los hier in aller Ruhe. Tanduril kann sich da oben noch ein bisschen betudeln. Genau. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und ob wir die Festung vielleicht schon platt kriegen. Das wäre nicht schlecht, wenn wir die Festung schon geplättet kriegen. Wir haben ja Baumbart. Der muss ja nur mal runterkommen. So. So, ihr stellt euch einfach auf, ne? Ja, ist okay. Weitsicht habe ich auch gleich wieder. Und das ist auch okay. Aha. So, das Trolllager ist fast nieder, das ist okay, okay. Und Baumbart. So, ich muss natürlich gucken, wo seine Einheiten stehen. Das würde ich gern wissen. Um, haben wir das hier jetzt? Dann sehen wir mal. So, also erstmal sehen wir die Festung. Da kann der hier drauf und dann hier da drauf. So. So, so, so. So, auch die Adler gleich mit her. So. WTF! So, hier drauf und hier drauf. Ja, das hat natürlich meine Einheiten runtergeschreddert, ist aber egal. Wir machen einfach neue. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Aha, aha. Okay, der hat also, das hat er also. Dann weiß ich Bescheid. So, Tanduril, geh du mal nach Hause, sonst wird's blöd. So, aber wenigstens die Festung hat er auch verloren. Und wenn er die Festung verliert, damit ist auch Feierabend für ihn. So, hier, hier drauf. Nicht auf die Einheiten, sondern auf die Gebäude. Auf die Gebäude, die Einheiten nützen nichts. Ja, hier am besten noch mit drauf. So. Okay, 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 okay. Und so, okay. Aha. Lorien schickt seine Böse. So, hier drauf. Ich will das Ding hier weg haben. Das Böse kommt über uns. Mal schauen, ob das noch klappt. Lalalala.
Okay. Und hepp. Und hepp. Oh, Mist. Hat nicht mehr ganz gehinhauen. Ich hätte vielleicht noch die Heilung mitnehmen sollen, aber ist egal. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was gewonnen. So, so, so. So, so, so. Ihr hier geht mal in die 2. So, so, so. Ihr und ihr in die 1, genau. Hier können wir mal bauen. Und zwar hier drinnen können wir gar nicht bauen, weil ich nicht dick genug habe. Okay. Dann gehen wir mal hier. Die haben wir nochmal bügeln. Okay. Die Bögen gehen auch langsam mal vor. So, 2 und weiter. Wo sollen wir bauen? Dieser Ort ist nicht geeignet. Okay. Es gibt hier haben wir noch einen Baum, den können wir genau zu. Ja, ja, dann bauen wir halt hier. Sammelt euch, Lanzenträger. Hier entlang, Lanzenträger. Kommt hierher. So, okay, Lanzenträger schon mal vor. Kommt hier, Julon. Ja, da, genau. Elben, sammelt euch, Lanzenträger. Okay. Wir gehen jetzt einfach rein. In der Hoffnung, dass das klappt hier. So. Wir müssen ihn standhalten. Das Gebäude ist nieder. Ja, das hat gut geklappt. So, den haben wir. Sie gehören nicht hierher. Wir müssen Aerons Haus beschützen. Ich werde ihr Ende erleben. So, das Teil hier. Tanduri kann... Kann noch nichts, okay. Kaserne weg. Rückt vor! Durchbohrt sie! Und das Teil hier noch. Da haben wir noch einen Baumeister. Baumeister weg. Baumeister, Baumeister. Ja, 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 ja. Komm, fall, fall. Alles andere ist unwichtig. Der Baumeister muss fallen. Bogenschützen Loriens. Macht euch bereit. So, 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 den Baumeister. Ja, Baumeister haben wir. Dadurch ist er, denke ich, technisch K.O. Wir gehen hier nochmal hier hin. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. So, hier könnt ihr einfach mal so. So, so, so. So, so. So, so. Hat mich zwar ein bisschen was gekostet, aber ist egal. So. So, okay, zurück. Scheinbar ist immer noch ein bisschen was von ihm anstehend. Oh, guck mal, mein Tanduril feuert auch noch. Kann er machen. Schadet ihm ja nicht. Okay, ich nehme an, du hast aufgegeben? Ja, ja, am Anfang noch rumheulen. Ja, ne, tue ich auch immer noch. Tue ich auch immer noch. Die 5% hast du am Anfang gemerkt, aber ich musste mich darauf einstellen. Jetzt weiß ich, wie es geht. Und damit bin ich wieder da. So, das heißt aber noch lange nichts, also ich kann nicht großkotzig sein, weil du... Hä, schon oder, wieder? Hä, weiter? Oder, hä, was ist das denn? Willst du mich verarschen? Hä, ich drück die ganze Zeit auf weiter, hä? Weiter, tatsächlich. Da müssen wir mal gucken. Eventuell muss mal irgendwo das Spiel neu gestartet werden oder sowas in der Art. Auf jeden Fall müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen, das ist nervig. Naja, okay, also laden. 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 Ja, toll. Also, wir sehen uns gleich wieder, wie immer. Mensch. Ja, da sind wir wieder. Wir haben mittlerweile wahrscheinlich den Fehler in der Lösung gefunden. Du hast nicht auf Aufgeben, sondern auf Verlassen gedrückt. Und zwar beim letzten Mal, wie das auch bei diesem Mal. Ja. Und wir nehmen mal an, dass das der Fall ist. Nichtsdestotrotz speichern wir trotzdem mal ganz schnell hier. Speichern. Dieses hier. Speichern. War eine Datei überschreiben. Ja, von 27.10. Da haben wir den letzten gemacht. 2015. Ist das lange her. So. Nein, diesmal nein. Weil sonst geht man nämlich raus. So, okay. Wir haben es jetzt zugestellt. Wie gesagt, beide Krieger habe ich halt gewonnen. Du hast einfach aufgegeben. Die Erfahrung ist jetzt weg von den Einheiten. Als Ausgleich dafür habe ich halt meine Einheiten noch da, die wahrscheinlich oder ein Teil davon, die gefehlt haben könnten. Weil er ja durch die Armee da tun ein bisschen was weggehauen hat. Insofern gleicht sich das wieder aus. So. Ich würde mal sagen, die sind ja eigentlich weg sogar, ne? Ja, ja, ne, aber meine Fähigkeiten sind auch weg und meine Erfahrung. Insofern. Ja, meine Erfahrung ist halt genauso weg, ne? Na, du hast ja auch nicht viel Erfahrung sammeln können. Ja, das ist, könnte schon aber ein Vorteil jetzt deine, sein. Ne? Deine Einheiten haben nicht gelevelt, weil die waren ja tot. Ja, natürlich war mein Held halt. Oh, Junge. Das regt mich gerade schon wieder ein bisschen auf. Und dein Held auch, ne? Ja, natürlich mein Held. Ja, aber lass mich doch mal ausreden. Wie frech ist das denn, ey? Es gibt ein Cap. Wie frech ist das denn, ey? Hör doch mal auf zu reden, wenn ich dich unterbreche. Ja. So, du darfst jetzt, komm, mach.
Es gibt ein Cap, wo es die Erfahrung sammelt. Das heißt, du kannst maximum pro Gefecht den Held vielleicht um ein oder zwei Level nach oben leveln. So. Zwei. Und genau dieses Cap, ja, zwei, gut. So, und ich genau habe dieses ein Cap Level konntest gemacht, du nicht ne? erreicht haben. Da geht ich habe gar mit nicht. Beiden, natürlich mit, habe ich mit beiden mit Helden. Wie willst, du denn, wie willst du denn den Held gelevelt haben? Der ist doch nur vor mir weggerannt. Hä, der Held, der war Level 2 gewesen. Der hatte war Level 2 und hatte ein bisschen Erfahrung gehabt. Mein ja, Held mein Zwergenheld. Also ich sag's mal so, ja. Okay, deine beiden Helden wurden nicht gelevelt. Meine beiden Helden wurden nicht gelevelt, aber meine Armeen... Deine Armee meine, steht halt meine, da. Genau, und meine Erfahrungspunkte, die ich, sagen wir mal, beim Niedermetzeln von deinen Gebäuden gekriegt habe, die sind ja auch nicht da. So, außerdem hast du den Fehler begangen. Du hast ständig auf Verlassen gedrückt, statt auf Aufgeben. Das heißt wiederum, ja, dass ich nicht einsehe, dass ich deinen Fehler nachbetreudeln komm. Muss. So, ja, gut. Komm. Phase beenden. Komm, nerv mich nicht. Genau. Schauen wir mal. Okay, Phase ist beendet. Ja, der erste Beef schon jetzt schon wieder. Ja, naja, weil du das halt nicht checkst, deswegen halt, ne? Du sagst halt immer, ne, ich bin schuld, der, das ist schuld und das nervt halt einfach tierisch, ne? Natürlich. Das fuckt halt einfach richtig ab, ne? Weil ich versuche, Gründe zu finden. Und ja, ist ja auch nicht verkehrt, Gründe zu finden, denn Gründe sind wichtig. Gründe braucht der Mensch, um Gründen auf den Grund zu gehen und so. Und überhaupt. Weißt du, was ich meine? Nein. Eigentlich nicht, nein. Das ist gut, ich auch nicht. Dann können wir ja jetzt weitermachen. So, beziehungsweise das hier ist Blödsinn, ich mute mich mal, denn ich ziehe mich hier wieder zurück. Ich will das Teil hier gar nicht halten, ich glaube nicht, dass du jetzt nicht einen Gegenangriff versucht. Ich werde mit dem hierher reisen, ich denke, der wird sich dann zurückziehen, wenn nicht, ist er ein bisschen abgeschnitten, das ist okay. So weit und so gut, der bleibt hier oben und bekommt sogar noch Verstärkung mit denen hier. Mhm, der geht dahin. Hier unten habe ich welche hingesetzt, die gehen auch weiter runter wieder. Die Festung hier steht erstmal, okay. Der geht zurück und holt sich dieses Gebiet noch, damit müsste ich jetzt unten Mordor dann auch haben. Kriege ich wieder einen, was kriege ich dann? 20% EP-Bonus, das ist okay. Ja, hoffe ich mal, wie gesagt, theoretisch müsste ich das Gebiet dann irgendwann holen. Praktisch muss das erstmal funktionieren. Ich glaube da nämlich noch nicht dran. Aber wir werden sehen. Gut, meine Einheiten habe ich jetzt behalten, das ist okay soweit. Kann du meckern, wie er will, ist halt so. So, ich würde jetzt sagen, den habe ich gesetzt. Den hier unten habe ich auch gesetzt. Genau, das müsste eigentlich für Mordor reichen, weil ich glaube, das gehört nicht mehr zum Mordor hier. Wenn nicht, müssen wir da halt nochmal eingreifen. Na, obwohl, ich kann ja mal mit dem schönen Trick hier, kann ich da zoomen. Da sieht man halt die Grenze nicht so schön. Ich weiß nicht, ob das Mordor ist oder nicht. Wir werden sehen. Sobald ich Phase beenden drücke. Guck mal. Wartet auf die Schlacht. Auf den Spieler des anderen, um die Schlachten zu berechnen. Ja, Dü hat jetzt zwei Niederlagen einfahren müssen. Allerdings halt nur durch Glück, muss man sagen. Ich habe beide. Die eine. Okay, die eine war ich überlegen. Da habe ich ihn direkt zurückdrängen können. Und das ist bisher mir nur passiert. Die andere, da hat er halt, ja. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt teilweise, weil ich meine Fähigkeiten gut gesetzt habe, weil er halt teilweise nicht aufgepasst hat. Ich hatte dann genug Möglichkeit, mich aufzubauen. Und es hat halt auch funktioniert. Ich konnte mich aufbauen, ohne dass er mich so extrem gestört hat wie beim ersten Mal. Ich sag mal so, durch die neuen Festungen, die zusätzlichen Fähigkeiten. Klar, er hat jetzt die Armee der Toten, das ist nicht zu verachten. Aber durch die neuen Festungen, die neuen Fähigkeiten, die jetzt zusätzlich da sind, oder durch das, was ich dann aufbauen konnte, ja, durch die eroberten Festungen, die Fähigkeiten, die ich dadurch bekommen habe, hat das auch nicht wenig gebracht. Muss man sagen, die Fähigkeiten sind halt immer noch essentiell wichtig. Und ja, wir werden sehen. So, wartet auf Spieler, um andere Schlachten zu berechnen. Gucken wir mal. Mann, Entschuldigung, der Husten ist schlimm. Aber was will ich denn machen? So. Im Notfall setze ich hier auch nochmal einen Cut und überspringe das einfach. Aber eigentlich würde ich hier gerne die Folge beenden. Ich kann es ja einfach so machen. Sobald du auf Phase beenden geklickt hat, sehen wir uns das Ergebnis in der nächsten Folge an. Ja, so machen wir das. Ich werde hier jetzt einfach schon mal die Folge beenden. Du kannst seine Runde noch in aller Ruhe zu Ende ziehen. Und wenn er auf Phase beenden drückt, ja, dann beginnt beim nächsten Mal die neue Folge. Beziehungsweise ich speichere erstmal und dann beginnt die neue Folge. Leute, wir sehen uns dann wieder. Warte mal, wir können doch hier auf Phase beenden drücken. Ja, dann drück mal. Okay. Dann drück mal. Ja, okay. So. Wartet. Okay, eine Schlacht wird es auf jeden Fall in der nächsten Folge geben. Das war abzusehen.
Und das ist ja okay so. Nur zwei Schlachten haben wir sogar. Zwei? Warte mal, ich sehe gerade meine. Düsterwald, oben. Ja. Okay, auch genau. die war auch abzusehen. Das habe ich auch erwartet. Düsterwald ist aber eh eine Scheißkarte für uns beide. Wir werden sehen, wer es da wird. Wir werden genau sehen. Da hat immer der Vorteile, der schon drin sitzt. Haha, gut. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal hier die Folge beenden. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö.